Tauch lieber unter, Spartaner. Anscheinend steht eine Schlacht bevor und die Athener stellen keine Fragen, bevor sie dich niederstrecken. Ich kann nicht die besten Schiffsführer der griechischen Welt anheuern, ohne Risiken einzugehen. Wärst du bereit, heute an Spartas Seite zu segeln? Mein Schiff steht Sparta zu Diensten. Bringen wir Poseidons Zorn zu diesen dreckigen Athenern. So, riskieren wir's mal. Bögen bereit! Ach so. Erhöht das Tempo! Eine Seeschlacht. Ich brauche die Schützen! Bringt euch in Angriffsposition! Nächste Runde. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Ach so, da ist er noch nicht. Scheiße. Halt! Ah, zu spät. Hier hatte ich übersehen. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Medischer. Ja!
Ach. Idiot. Ich hab doch mal das falsche Schiff gefeuert. Mein eigenes. Spartaner-Schiff. Oh, Scheiße. Ja, ich würde jetzt einfach mal mich aus der Schlacht zurückziehen. Und zwar finde und töte Steropes. Genau. Und von daher gesehen... Scheiße, jetzt ist Kate. Okay, eine Schnellreise möglich, das ist natürlich jetzt gerade blöd. Müssen wir uns mal hier rausbringen aus dem Ganzen. Immer noch nicht. Jetzt aber. Nö. Kann ich noch nicht schnell reisen. Speichern kann ich aber nicht schnell reisen. So, nun bin ich aber weit genug weg. Genau, so ist der Plan. Nämlich, dass ich das Kampfgebiet verlasse. Wieso kann ich dann noch nicht schnell reisen? Die nochmal auf den Geist gehen. Zauber. Quest fehlgeschlagen. Macht aber nichts. Ach, ist das nicht dieser Riesenmonster? Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ach du Scheiße. Ups. Hallo. Jetzt los. Was treibt da hier? Ach, das hat... nee. Das war die falsche Quest. Kämpfe übergebe Leandros die Athener Siegel. Das machen wir doch. Oh, hier gibt es ja noch einiges zu entdecken.
Anführer zu killen. Das ist ja mal lecker. Ist da? Ist da in der Nähe? Ich hatte die Eroberungsschlacht eigentlich angefangen, weil ich Stufe 53 werden wollte. Scheiße, Scheißgift. Nein. Ah, oh, fuck. Dieses Scheißgift. Ich hasse diese Scheißgiftkacke. Wieder der, an den ich nicht rankomme, wa? Ja. An den komme ich nie ran. Noch nicht. Jetzt wird jeder mein Kopfgeld kassieren wollen. Die Festungsbefehlshaber sind tot. Hier sind die Siegel als Beweis. Gut. Jetzt werden unsere unfähigen Anführer meinen Wert erkennen. Das werden sie sicher. Die Athener gewinnen an Boden. Dring in die Festungen ein und töte die Befehlshaber. Verstanden? Ja, ich werde tun, was du sagst und die Befehlshaber töten. Sie sollten jetzt geschwächt sein. Athener scheitern, weil sie das Risiko fürchten. Du scheinst zufrieden zu sein. Der Nachschub ist gekappt, die Truppen zittern und ich steige in den Rängen auf. Mein Glückwunsch. Bisher ist deine Strategie aufgegangen. Doch was braucht es für den Sieg? Ich bin nicht untätig, während du Offiziere tötest. Ich ließ feindliche Festungen beobachten und kenne ihre Nachschubrouten. Dann war ich nur eine Ablenkung. Bald kenne ich auch ihre Seerouten. Du hast mehr erreicht als die meisten Anführer. Andere prahlen mit königlichem Blut. Ich bin ein Nachfahre von Herakles. Dadurch bin ich noch mehr als Archidamos als Anführer legitimiert. Das reicht erstmal. Wenn du genug Zeit verschwendet hast,
dann erledige die Befehlshaber. Wie du befiehlst, Feldherr. Nur Narren wollen Krieg. Taktik gewinnt diesen Krieg. Töte ihre Befehlshaber. Sammle Athener Siegel. Polymorphen sind in Athener Festungen. So. Mal wieder so. Ich würde vorschlagen. Hier ist vieles noch nicht erledigt. Sogar einiges noch nicht erkundet. Oder neu dazugekommen, je nachdem. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die ganze Geschichte mal in Angriff. Wir kümmern uns gleich erstmal um den Anführer. Der ist eh gleich ums Eck. Der bringt wieder lecker XP. Ach. Das ist ja wieder der, an den wir nicht rankommen. Sorry dafür, aber zwischen der letzten Runde zocken und heute liegt ein paar Tage dazwischen, deswegen muss ich jetzt gar nicht gleich so im Bilde. Der Hals mal schon raus hier. Bringt doch nix. Auch noch, tut mir leid, aber. Hier hinter der Türe. Warum kommt da nicht raus? Das ist 100 pro wieder irgendeine Quest. Das hängt mit Sicherheit mit einer Quest zusammen. Es kann sogar sein, dass das ein Anführer ist, den wir gar nicht töten sollen. Gut. Sorry. Dann kümmern wir uns mal um das Fragezeichen. Wird uns gleich Kopfgeldjäger über den Weg laufen, da ist er nämlich schon. So, so Bescheid. Stufe 51 ist er. Eieiei, mit Gift. Schon. Ich habe einfach tierischste Probleme mit diesen Gifttypen. Ich komme da einfach nicht so richtig damit zurecht. Das ärgert mich. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich komme da einfach kackt da immer wieder ab, sobald Gift im Spiel ist. Bleiben.
dahin gesegelt. Völliger Blödsinn. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Waren wir denn hier schon? Hier müssen wir hin. Hier waren wir noch nicht. Guten Tag. Tempel der Athena Chalkioikos. Oh Gott, ist das ein Name. Ist doch noch Fragezeichen. Ach, da muss ich aufs Dach. Ach, übrigens. Was ich noch erzählen wollte. Tempel der Athena. Ich hatte doch zuletzt erzählt, dass wir endlich den letzten Aussichtspunkt entdeckt haben. Den letzten Synchronisationspunkt. Das ist ein Irrtum. Meine Statistik zeigt immer noch 99% der entdeckten Synchronisationspunkte an. Quatsch. Ich wollte Ikaros einsetzen. Also komischerweise haben wir zwar 100% entdeckter Gebiete, aber komischerweise eben nur fehlt noch ein Synchronisationspunkt. Das ist ein bisschen unlogisch, aber wird mir in der Statistik so angezeigt. Na, wo ist es denn nun? Hallo? Jetzt ist es weg. Komisch. Ist das wieder mal Freund mit dem Gift? Mit Sicherheit. Soweit sollst du gar nicht springen. Das ist leicht verdientes Geld. Ja, das ist er wieder. Ach, und jetzt noch mit Gift schießen. Habe ich den Drecksack. Kallippos der Fanatiker. Kallippos der Fanatiker dachte sich, dass jeder Sieg mit Beute einherging. Er beschloss, dass es keinen besseren Ort als Karthago gab und keine größere Beute als die, die dort angeboten wurde. So, jetzt haben wir den Drecksack endlich erledigt. Daniel, der Taktiker. Es blieb immer ein Rätsel, wie Daniel vor einer Schlacht so ruhig bleiben konnte. Vielleicht lag es daran, dass er den Kampf im Kopf bereits gewonnen hatte. Leider war das im tatsächlichen Kampf nicht immer so. So, so. So, jetzt machen wir weiter im Text hier. Jetzt wollen wir mal den Tempel der Athena klären. Tut mir leid, wenn ich es wieder mal im Hals hab. Oh nein, du hast hier nicht versucht. Okay. Oh,
Und das war's. Damit haben wir den Tempel der Athena abgeschlossen. Na, die Beute mit. Nimm die Beute mit. Sonst noch was hier unten? Nee. Gut. Nee, die Fackel brauche ich nicht. So, nächstes Ziel wäre dann dort. Also es sieht so aus, als sollte man sich bei diesem Gifttypen Pitana entdeckt. Aha. Sieht so aus, als sollte man sich bei diesen Gifttypen so den Nahkampf vermeiden. Ist er das? Nee, ist er nicht. So, da ist das. Demetrios, der Reiniger. Ach, der hat irgendwie wieder Gift. So, Demetrios der Reiniger. Hab ich gerade verschluckt. Als Junge arbeitete Demetrios in der öffentlichen Badeanstalt. Mit der Zeit wurde er durch die Gerüche der Gäste wahnsinnig. Er soll einige von ihnen ertränkt und ihre Leichen mit duftenden Flüssigkeiten beträufelt haben. Danach tötete er angeblich nur jene, die seine Nase beleidigten. Was für ein schräger Typ. So, Inventar, was hat sich denn da getan? Schauen wir doch mal nach. Wieder mal nichts, was irgendwas bringen würde. Gut. Dann wollten wir ja... Wo wollten wir hin? Wo wollten wir hin? Ausbildungstage. Naja, ich meine, wenn wir gerade mal in der Gegend sind, können wir ja... eine Quest mit erledigen.